Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ich würde sagen, wir gehen direkt los und gucken, ob wir Strepoli dazu überredet bekommen, wieder alles richtig zu machen und nicht mehr nur Leute zu beklauen und schlechte Sachen zu machen. Was auch immer. Ebene 8, sehr schön. Wie ihr seht, sind wir heute auch zu viert unterwegs. Okay, irgendjemand hat einen Plosivsamen, den hätte ich gern. Bitte, aber nicht in mein Gesicht. Ich hätte ihn nur gerne. Gibt es hier auch Räume oder gibt es hier nur Gänge? Was ist denn los? Dieser Dungeon, ein einziger Gang. Oh. Toll. Sehr schön. Kriegt ihr das zusammen hin? Ich kann leider nicht um die Ecke angreifen. Ja. Oh, da liegt was auf. Da ist das Plosivsamen. Der Plosivsamen. So, okay. Was? Die Aquaknarre hat irgendwie nicht getroffen, habe ich das Gefühl. So, schauen wir uns mal das Item an. Das war ein Zinkband. Der erhöht die Spezialverteidigung. Aber gut. Balui. Balui hat das Zinkband bekommen. Viel Spaß mit dem Zinkband. Treppe? Ich suche eine Treppe. Reicht das? Reicht nicht. Reicht das? Warum? Okay. Aber Geld. Geld gab's dafür. Tja, ich habe die Treppe aber immer noch nicht gefunden. Ich glaube, ich habe den ganzen Dungeon schon durchsucht. Aber die Treppe gibt es hier nicht. Irgendwie. So, ach hier. Geht doch. Man muss nur sich beschweren und schon findet man die Treppe. Sind wir schon durch. Gleich erreichen wir den Gipfel. Oh. Oh, das ist doch der Boss? Gut. Ihr beiden wartet besser hier. Mira und ich gehen zu ihm und versuchen mit ihm zu sprechen. Es ist zwecklos, meine Kraft reicht nicht aus. Strepoli! Ha? Ihr zwei schon wieder? Wir haben nach dir gesucht, Strepoli. Ihr seid also immer noch wütend? Gut, dann kommt nur. Was? Nein, deswegen sind wir nicht hier. Wir wollten nur... Ich kann keine Häuser mehr bauen. Selbst wenn ich wollte, ich habe nicht mehr die Kraft, ein Baumeister zu sein, aber... Aber ich habe noch Kraft genug, um beim Kämpfen ordentlich auf den Putz zu hauen. Eine äußerst destruktive Kraft also. Miri, pass auf! Ihr solltet meinen ganzen Zorn spüren. Macht euch auf was gefasst. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben erst gegen ihn gekämpft. Aber okay. Erstmal Energiefokus. So. Ey, fies. Ja, schön, greif mich an, danke. Autsch. So langsam darf er ruhig down sein, finde ich. Okay, Zeit für eine Sinnelbeere. Oh nein, Balou ist fast down. Mist. Ich Idiot. Ich hab zu schnell gedrückt. Ich wollte eigentlich Balou heilen. So ein Mist. Oh nein, ihr habt ein Power-Item verloren. Fies. Das lief ja nicht so gut. Hätte ich bloß den den Plosivsamen eingesetzt. So ein Mist. Das gibt's doch nicht. Das lief zwar nicht so gut, aber wir dürfen uns davon nicht entmutigen lassen, ja. Wir müssen Strepoli dazu bewegen, uns zu helfen. Okay. Ja. Ich stoße dann später zu uns. Alles klar, diesmal schaffen wir es ganz sicher. Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Okay. Das war fies von Strepoli. So. Na dann nochmal.
Diesmal laufen die Typen nicht mit, doch tun sie. Oh, da liegt unten ein ganzer Haufen Items. Guckt euch das mal an. Ein Heiser. Wir gehen mal nicht zu dem Gegner, sondern sammeln Zeug ein. Oh ja, gut, danke, Baloo. Danke fürs Zunichtemachen meines Angriffs. Toll. Das war sehr nett von dir. So. Oh Mann, natürlich bin ich in der Sackgasse gelaufen. Hallo, oder? Oh, das war schön. Das war schnell besiegt. Sehr schön. So kann das immer laufen. Noch ein Order. Hat keinen Treffer erlitten. Herzlichen Glückwunsch. Schön für dich. So, das war's aber. Oh! Ich kann keine zwei Schritte gehen, ohne dass dein Gegner kommt. So. Jetzt aber. Hoffentlich. Jetzt kommt er hoffentlich die Treppe. Ich hoffe es wirklich. Autsch. Nicht Autsch. Nur langsam. Aber das ist viel schlimmer als Autsch. Ich hätte lieber Schaden bekommen, als langsamer zu werden. Oh, jetzt haben wir es doch geweckt. Auch gut. Baloo heilt das schon wieder. Baloo heilt die Gegner. Danke, Baloo. Du bist hilfreich wie immer. Ah! Baloo! Nein! Arbeiten wir zusammen oder arbeiten wir gegeneinander? Ich bin mir echt nicht sicher. So, Level up. Herzlichen Glückwunsch, Baloo. Dass das so lange dauert, dass der Text so langsam ist. So, jetzt müsste aber die Treppe hoffentlich kommen. Das sieht aus wie ein langer Gang ins Nichts. Was ist denn das hier? Da ist die Treppe tatsächlich. So. Ja gut. Probieren wir es nochmal. Diesmal läuft es besser. Ihr schon wieder. Mir ist völlig egal, ob ihr wütend oder einfach nur dumm seid. Aber eines verspreche ich euch. Wenn ihr wieder eine Abreibung wollt, dann sollt ihr sie auch bekommen. Kommt. Schön, dass der Text kürzer ist. Energiefokus. So. Ich würde sagen, wir setzen jetzt gleich den Plosivsamen ein. Das Ding teilt aber auch ordentlich aus. Guck mal, wie viel Schaden wir dem schon gemacht haben. Ich habe ihm ja schon 50 Schaden allein mit dem Plosivsamen gemacht. Er hat jetzt bestimmt schon 100 Schaden eingesteckt. Das war so dumm. Das ist... Ja, vielleicht hätte ich mich schon heilen sollen. Ich will aber nicht heilen. Och, Mann. Ich will nicht heilen. Ich weigere mich zu heilen. Nicht gegen Strepoli. Wie viel hält denn der Idiot aus? Was ist denn los damit? Ach, dieser Text und das, der so langsam ist. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Möchtest du speichern? Nein, lass mich in Ruhe. Welche Items habe ich denn jetzt noch? Nochmal. Auf geht's. So ein Mist, ehrlich. Ich will halt nicht heilen, versteht ihr das? Ich denke immer, oh ja, jetzt noch ein Angriff, dann ist er sicher down. Aber das Ding, warum hat das so viele KP? Das ist doch nicht normal. Oh, ich lerne schon eine neue Attacke. Drachenwut, oh yes. Drachenwut ist jetzt hier am Anfang mega. Damit gehe ich hier durch und one-hit halt einfach alles. Das sollte das Ende für Strepoli sein, meine Drachenwut. Ich hoffe mal, Drachenwut ist hier genauso wie im normalen Spiel. Immer 40 Schaden. 30, okay. Na gut. Es hat Geld liegen gelassen. Eine Sinnelbeere, ein Gegner. Oh,
Auf Wiedersehen, Gegner. Ja, gut. Katze. Ja, natürlich habe ich nicht getroffen. Natürlich. Warum auch? Fadenschuss. Los, mach mich noch langsamer. Das ist super. Ich bin gerne ganz langsam. Ich hätte gerne noch ein paar Items. So ein Plosivsamen hätte ich schon noch gerne irgendwie. Aber ich fürchte, das wird nichts. Oh, warum treffe ich den ständig nicht? So, gehen wir erstmal auf das Feld. Ja, natürlich. Hier ist nichts. Dieser Dungeon ist so verwinkelt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist echt nicht normal. Vor allem als einen der Anfangs-Dungeons. Das ist der zweite Dungeon und der ist schon total seltsam und total fies. Hallo, ich bin Miri. So, ab sofort, wenn ich unter 20 KP komme, heilig. Das geht ja nicht, dass ich gegen Stripoli verliere. Ehrlich. Aber ich will nicht heilen. Okay. Ihr schon wieder. Ja, Überraschung. So, ich habe jetzt Drachenwut und damit mache ich wenigstens immer 30 Schaden und nicht nur 10 Schaden. Das ist doch schon eine Verbesserung, eine deutliche. Drachenwut. Vielleicht sollte ich bei Louis die Gewissheit ausschalten, weil die macht ziemlich wenig Schaden bei Stripoli. So, Drachenwut. Nochmal Drachenwut. Nochmal Drachenwut. Wie viel hältst du denn bitte aus? Und da ist Baloui im roten Bereich. Bitteschön. Autsch. Drachenwut. Oh, wir haben es besiegt. Okay. Ich wette, es hat immer nicht viel gefehlt. Wahrscheinlich haben immer nur so ein paar KP gefehlt. So eine Handvoll KP. Seid ihr jetzt zufrieden? Aber ganz egal, wie wütend ihr auch seid. Ganz egal, wie sehr euch etwas gegen den Strich geht. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Heutzutage gibt es nur zwei Sorten von Pokémon. Diejenigen, die lügen und diejenigen, die sich belügen lassen. Der Ehrliche ist der Dumme. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr so dumm seid und euch hinters Licht führen lasst. Schuld ist nicht der Einzelne, sondern die ganze Welt. Es mag stimmen, dass die Welt von heute ein unfreundlicher und rauer Ort ist. Aber genau das kann und will ich nicht akzeptieren. Aber wir sind schließlich nicht hergekommen, um mit dir über die Welt zu philosophieren. Wir sind hier, weil wir dich bitten wollen, ein Haus für uns zu bauen. Was? Und das, obwohl ich euch so übel mitgespielt habe. Ihr wollt mich trotzdem bitten, ein Haus für euch zu bauen? Ja, und das nötige Geld und Baumaterial kriegen wir schon irgendwie zusammen. Also, wärst du bereit, das Haus zu bauen? Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Kapiert ihr denn nicht, dass ich euch die ganze Zeit über belogen habe? Ich glaube an gar nichts mehr. Schon gar nicht an die Welt von heute. Und erst recht nicht an mein handwerkliches Geschick. Seht euch doch mal die Narbe auf meinem Rücken an. Aufgrund dieser Verletzung gehorcht mir mein Körper nicht mehr. Ich kann nichts mehr bauen. Selbst wenn ich euch ein Haus bauen würde, wäre es am Ende ganz schief und krumm. Habt ihr es jetzt endlich verstanden? Ich war mal ein Baumeister, aber das ist lange her. Ihr müsst verrückt sein, mich zu fragen, ob ich ein Haus für euch bauen würde. Boss, das stimmt doch gar nicht. Ihr beiden. Baloui und Miri wissen bereits von deiner Verletzung. Wir haben ihnen davon erzählt. Was habt ihr? Und obwohl sie davon wissen, wollen sie unbedingt, dass du ihr Haus baust. Was? Stripoli, du hast doch eben gesagt, du könntest kein gutes Haus bauen, oder? Aber uns stört es überhaupt nicht, wenn es am Ende schief und krumm ist. Und wenn du erstmal wieder arbeitest, wirst du mit der Zeit auch wieder besser. Wir wollen, dass du unser Haus baust, Stripoli. Solange du dein Herzblut reinsteckst, muss es nicht perfekt sein. Wir wollen kein perfektes Haus. Wir wollen eins mit Persönlichkeit. Das ist es, was für uns zählt. Außerdem... Diese beiden Praktibikes stehen dir zur Seite, komme, was wolle. Selbst wenn du vom rechten Weg abweichen solltest. Selbst wenn du sie vor Wut anbrüllen solltest. Sie glauben fest daran, dass ihr wieder wie früher zusammenarbeiten könnt. Sie halten dir die Treue, Stripoli. Nun, was gedenkst du zu tun? Sie mühen sich ab, dir zu helfen. Wirst du es ihnen wirklich so danken? Boss, lass uns wieder gemeinsam arbeiten. Lass uns wieder Spaß bei der Arbeit haben. Bitte, Boss. Wir hatten noch eine schöne Zeit damals und so kann es wieder sein, Boss. Ihr beiden. Gib dir einen Ruck, Stripoli.
Bau uns ein Haus. Eins, wie nur du es bauen kannst. Oh nein, jetzt fängt er an zu weinen. Boss, Boss. Balui, Miri, einverstanden. Ich werde euch euer Haus bauen. Strepoli, wirklich? Ja, ich werde all mein Herzblut in den Bau eures Hauses stecken, aber entschuldigt mich jetzt bitte für einen Moment. Ich kann die Tränen nicht länger zurückhalten. Oh nein. Süß. Und so ergab es sich, dass Strepoli Balui und Miri versprach, ihnen ein Haus im Paradies zu bauen. Kaum waren alle vom Wandelpass zurück, begannen Strepoli und die Praktikbike auch schon mit dem Bau des Hauses. So, Leute, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Ende für die Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was als nächstes passiert, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.